Alter, was geht ab, Leute? Hier. Immer noch auf Stuttgart. Nicht, dass sie jetzt Burger. Der Laden jetzt. Irgendwie Testsieger von was weiß ich. Damit werben die halt. Sieht stabil aus. Und der Name ist halt interessant. Weil dieser Name, Triple B, Kuss geht raus, geht an einen guten Kollegen, der Triple B heißt. Der dafür bekannt ist. Ihr kennt ihn. Ihr habt ihn schon lange nicht mehr gesehen. Der Name hat mich gecatcht, deswegen müssen wir hier unbedingt vorbeischauen. Beef Burger Brothers, Leute. Kuss geht raus an unseren Triple B. Schaut, Leute, damit werben die. Mehrfacher Testsieger unter 100 Burgerläden in Deutschland. Voll Stuff. Yo, ich bin wieder da. Ein paar Tage später. Das letzte Mal, wo ich da rein wollte, die hatten nehmen nur Bargeld, keine Karte und ne, Paper weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall keine Karte. Und seitdem habt ihr ja ein paar Videos gesehen, wo wir den Upper Red gemacht haben und mit Content bezahlt haben. Da habe ich den geschrieben und jetzt darf ich da for free essen. Kuss geht raus aber. Und Kuss geht raus an Triple B. Also unseren Triple B. Beef Burger Brothers, Triple B. Schaut euch mal um, Leute. Special, Triple B. Oh, das ist das Original hier, oder was? Perfekt. Die haben heute irgendwie kein WLAN, kein Internet, was perfekt ist, weil irgendwie läuft keine Musik deswegen. Perfekt für uns, Alter. Dankeschön. Ich sehe fertig aus, Leute. Der hat echt eine Menge Preise. Warte mal. So, der hat echt eine Menge Preise gewonnen. Aber ich glaube, der aktuellste war 2020. Und ihr wisst, das Game entwickelt sich schnell. Wir haben eine Triple B ausgemachte Soße. Die hat Kick. Normaler Burger hier, Leute, kein Smash. Wie ist das? Oldschool fetter Burger. Sieh, Avocado Creme, Zwiebel, Gurken, Tomaten, Käse natürlich, Hauchsoße und Salatblatt. Einmal quetschen. Burger. Jetzt kein überkrasser Burger, aber ganz normal, lecker, starker Burger. Brot sieht ein bisschen trocken aus und zu brotig, aber wird voll klar. Cola gehört dazu. Es ist viel passiert dieses Wochenende, Leute. Auf jeden Fall habe ich jetzt nichts zu tun, bis mein Zug um 18 Uhr fährt. Hat sich so ergeben, dass ich nichts ergeben habe, sozusagen, um die Zeit zu überbrücken. Ich habe mich hingesetzt, wo eine Steckdose ist. Vielleicht schneide ich ein paar Videos in der Zeit, bis die mich kicken. Pommes mit der Soße, die so runtergetropft ist. Oh. Viel besser als die ausgemachte Soße. Boah, das ist wild.
schmeckt so viel besser als die ausgemachte Soße, Leute. Mit dieser Avocado-Film mit dem Burgerfett. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich 35 Euro gut haben, aber 12, 16, ich habe nicht mal 20 aufgebraucht. Ja, man soll nicht gierig sein. Das ist nicht mehr als ein Burger, Pommes und Getränk. Boah, saftiger Bissen. Gutes Fleisch. Also für mich überladen. Hier ist echt jedes Gemüse am Start. Sauergurke war auch am Start. Aber sonst. Das Fleisch ist geil, Soße ist geil. Kommt dann nicht so zur Geltung mit den ganzen Gemüsesachen. Wir sind ja jetzt auf YouTube. Ihr seid ja die YouTube-Onlys. Ihr habt den Vorteil, dass ich 100% ehrlich mit euch bin. Hier kann ich sagen, was ich will. Schaut eh keiner oder sehr wenige. Ich sag mal so, das Real TikTok wird einen Ticken positiver ausfallen. Also nicht, dass er nicht schlecht ist, nicht gut ist. Der ist nicht schlecht, aber der ist halt normal. Normaler, stabiler Burger. Das ist kein preisgekrümmter Burger. Ist halt rustikal hier, oldschool. Wisst ihr, die Burgerläden immer hipper, moderner werden die. Das ist noch so ein OG-Laden. Steht noch irgendwo, glaube ich. Seit 2013. Oh, ich bin voll. Ihr hatte jetzt vier Burger hier in Stuttgart, Mann. Eine Sache habe ich in Stuttgart gelernt. Die ist neu in meinem Arsenal. Der Upper Red Move. Klar. Und vier Läden haben drei geantwortet. Storytime, Leute. Weil ich habe ja gesagt, auf YouTube kann ich erzählen, was ich will. Da gibt es so ein Streetfood-Festival, was demnächst stattfindet in München. Und irgendwie ist das bisher sass, okay? Es haben mich auch schon ein paar angeschrieben, die einen Stand dort buchen wollen. Anscheinend bin ich irgendwie der Streetfood-Typ. Da haben die mir geschrieben, hey, Hong, kennst du dich da aus? Hast du da was von gehört, weil die haben den geschrieben, aber die sind irgendwie sass, Vertrag richtig unseriös, richtig unprofessionell. Die Firma auf dem Vertrag, die gibt es eigentlich gar nicht. Ich so, nee, aber der ist mir auch schon aufgefallen. Ich finde den auch sehr sass, sehr suspekt, weil findet bald statt und es gibt halt noch gar keine Werbung, außer halt die Anzeige, dass dieses Event stattfindet, aber keine Stände, gar nichts, was bekannt ist und so. Und ja, jetzt heute, jetzt gerade eben, wo ich da Burger gegessen habe, kamen zwei Foodblogger-Kooperationen, die das Event bewerben. Ich will dem Veranstalter nichts unterstellen, aber der ist suspekt und wir werden Ende November sehen, ob dieses Event tatsächlich stattgefunden hat. Dann gehen wir nochmal zurück auf dieses Video und dann sehen wir, ob ihr unser Bauchgefühl recht hatte oder ob wir nur Paras geschoben haben und nur ein bisschen paranoid waren. Und dann sieht man auch, wie seriös diese Influencer sind, die dafür Werbung gemacht haben. Klar, okay, die können auch davon absolut gar nichts mitbekommen haben. Und einfach sich dachten, ja, hey, cool, Streetfood-Event, wir machen Werbung, wir kriegen Geld. Aber ein Blick auf dieses Event, ich find's unseriös. We will see, we will see. Zurück in München. Aber es kommt noch ein Smashburger-Tour. Stuttgart-Video. Ich ziehe das aber vor, auch wenn ich das als letztes gedreht habe. Kuss geht raus an Triple B und an BBB, mein Kollegen, mein guten alten Freund. Wir wünschen dir alles Gute und ja, danke, dass ich da for free essen durfte. Digga, ich habe in Stuttgart echt eine Menge for free gegessen, weil ich habe nicht abgehoben und ich konnte da nicht abheben. Ich kann nur bei meiner eigenen Bank abheben. Und die haben halt keine Karte genommen, nur PayPal, aber PayPal ging nicht, weil da krieg ich so einen Sicherheitscode auf meine alte Nummer und das alte Handy habe ich nicht mitgenommen. Und dann musste ich den Upred raushauen und ey,
ich würde euch gerne abchecken, aber ich habe kein Geld da. Und die so, ja, kein Problem, gerne, komm vorbei. Und so ist das Ganze mit den Burgern in Stuttgart entstanden. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscribe, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Minestius Business. Und ciao.